nicht Angestellten, das Wasser. Die reden nicht mit mir, reden nicht mit mir, reden nicht mit mir, reden nicht mit mir, reden nicht mit mir. Mir egal, was sie sagen, wir brauchen neue Teile. Oh ja, Entschuldigung, wie kann ich helfen? Hast du einen Steuerchip? Steuerchip, hm? Oh, diese alten Volt- und Trinkwasser-Steuerchips. Also sicherlich spreche ich für die gesamte Stadt, wenn ich sage, dass du hier keinen finden wirst. Ohne die richtige Ausrüstung sind sie wertvoll. Nur eine Volt oder vielleicht Necropolis hätte dafür Verwendung. Ah, Necropolis. Warum fragst du? Necropolis? Wozu sollten die einen brauchen? Naja, nur seine Vermutung. Wir sind einmal eine Karawanstrecke nach Necropolis gefahren, aber sie haben sich richtig geweigert, mit uns Handel zu treiben. Niemand, der richtigen Kopf ist, verweigert heutzutage Wasser, es sei denn, sie haben eine zufällige Wasserversorgungsquelle. Ich schätze, sie haben ihre eigene Anlage, sonst wären sie schon längst gestorben. Möchtest du also, dass wir in deine Vault hinauffahren? Hey, woher weißt du, dass ich eine Vault habe? Das habe ich nie gesagt. Wieso hat sie eine Volt 13 Trinkflasche? Okay. Ja, wie viel kostet mich das? Naja, es ist ziemlich weit weg. 2000 Deckel sollten für den ersten Karawan ausreichen. Ich bin sicher, dass deine Volt der Trans war, dass wir einige Zeit überleben können. Mit den jetzigen Reserven können wir deine Volt schätzungsweise zusätzlich 100 Tage oder so am Leben halten. Die Volt sollte wissen, was mit dem Großteil einer ersten Zahlung was sie mit dem Großteil deiner ersten Zahlung macht, und dann gebe ich dir erstmal 1000 für den Anfang. Es ist ein ziemlich weites Stück, aber die Volt hat viele Waren, mit denen sie einen Vorschuss zurückzahlen kann. Also 1000 werde ich mal versuchen. Ah ja, hier ist das Geld. Okay, ich kann heute schon damit beginnen, die Caravans in deine Vault zu schicken. Du solltest jedoch wissen, dass die Caravans ziemlich leicht gesehen werden, wenn sie durch die Wüste ziehen. Wenn die Caravans also auf diesem Weg losschicken, ist es deutliches Zeichen dafür, seit doch deine Vault ausschaut. Bist du immer noch sicher, dass du auf diesem Weg losschicken möchtest? Ja, die Vault braucht Wasser. Okay, wir fahren ein paar Stunden los. Ja, 1000 Erfahrungspunkte und neues Level up. Ja, passt erstmal. Ja, 100 zusätzliche Tage Wasser, das heißt, ich habe jetzt hoffentlich ausreichend Zeit. Und ich habe einen Anhaltspunkt, wo ich einen Steuerchip herkriegen könnte, und zwar in Necropolis. Necropolis, mal schauen. Necropolis also. Wo ist Necropolis? Zumindestens meint sie das. Aber naja, die scheint die Ahnung vom Wasser zu haben. Immerhin macht sie Geschäfte mit Wasser. Oh, der hat gar nichts dabei. So, warte mal den Schmander weg und jetzt gehen wir erstmal handeln. Ich könnte noch ein paar Zeitschriften vertragen, wenn du mich fragst. So, schauen wir mal, was wir noch für eine Auswahl haben. Es gibt übrigens einen Bug in dem Spiel. Und zwar, wenn man den Wasserchip bereits gefunden hat und man dann noch diese... So, 11.000, na ganz toll. Wenn man den Wasserchip bereits gefunden hat und zurückgebracht hat, dann kann man sich trotzdem von den Caravans diese Hilfe holen und dann läuft die Zeit wieder abwärts. Finde ich ziemlich beschissen, vor allem weil du keinen zweiten Steuerchip bringen kannst. Und das macht es ziemlich schwer, also du musst das Spiel dann quasi in dieser Zeit noch durchspielen. Das ist mir beim ersten Mal durchspielen passiert. Boah, hab ich mich geärgert. Wenn man es nicht weiß, ne, das ist halt blöd. Die sind recht teuer, die tue ich mal weg. Oh Mann. Ich tue erstmal ein paar Bücher auf die Seite. Okay, das waren zu viele. 900, dann kann ich noch ein bisschen was mit Geld ausgleichen. Und zwar 74.
Was? 6.900, 6.900. Ich kann die Zahlen wieder nicht richtig lesen. Was steht denn da? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ähm, 80 könnte es sein. Ah ja. Ja, ich habe das Problem, bei mir sind die Zahlen so schlecht, weil ich eine ziemlich miese, nicht Auflösung, wie nenne ich das? Eine ziemlich miese Wiedergabe habe von der Farbe. So, jetzt hat... Der hat genug. So. Und jetzt kaufe ich mir die restlichen Bücher von ihr. So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Also erstmal schaue ich, wie viel Geld ich überhaupt habe. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ah ja, die 8, da kennt man wieder nicht. Ach egal. Ich schaue jetzt mal, welche Bücher mir überhaupt noch was bringen. So, jetzt mache ich erstmal hier. Du lernst viel, du lernst viel, du lernst viel, du lernst viel. Du lernst viel. Du lernst besser mit Waffen umzugehen, du lernst besser mit Waffen umzugehen. Du lernst nichts Neues. Okay? Überleben und Wildnis, Wildnis, Wildnis. Wildnis, Wildnis, Erste Hilfe. Welche Bücher brauche ich jetzt noch? Das ist ein Buch. Okay, das ist mir jetzt wurscht. Ich werde jetzt den Rest hier verscherbeln. Obwohl, wie viel Tragekapazität habe ich denn? Vielleicht behalte ich es jetzt erstmal. 128, ach du Scheiße. Ah, ich weiß schon warum. Weil ich so viel Munition für ihren gekauft habe. So. So, und jetzt tue ich noch den Rest verschärfen. Was haben wir denn da? Den ganzen Kack verscherbel ich. 3.800, soweit ich das richtig sehe. Was könntest du mir denn dafür geben? Erstmal Chips, sind nie verkehrt. Die Zeitschriften brauche ich auch nicht mehr. 4.600. 4.600, ja passt. So, mein ganzen Müll erstmal losgeworden. Passt. Du lernst viel über die Reparatur defekter Geräte. Es ist schon interessant, dass ich jedes Mal dasselbe Buch lese und trotzdem irgendwie was Neues dazu lernen. Und so haben wir bei Reparieren auf 82 und Wissenschaft auf 76. Und die Werte waren am Anfang so gering. Und deswegen lohnt es sich meines Erachtens nicht, weil ich auch meinen Waffenskill ziemlich hoch gepusht habe auf 91. Ich mache jetzt mal hier so. Kleine Waffen schnell auf 100 hochgeskillt. Schade, dass es keine Bücher gibt, die Energiewaffen steigern. Aber die werden dann wahrscheinlich unbezahlbar teuer. So, nächster Bezirk betreten. Du siehst eine Wache von den Hightower. Du hast sie nicht zu suchen. Okay, sehr freundlich. Entschuldigung. Naja, ich durchstöbe erstmal wieder die Häuser. Das ist George, die Türwache. George, 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 die Türwache. Okay. Schauen wir mal, was wir haben. Zack.
nichts. Und was haben wir hier? Hier haben wir nichts, interessant. Und hier haben wir noch viel mehr nichts. Sehr interessant. Ah. So. Deine Anwesenheit ist hier nicht erwünscht. Okay, dann gehen wir mal in das Haus hier rein. Wie kann ich helfen? Ja, ich habe eine Verabredung mit Mr. Halter und ich bin schon spät dran. Mr. Halter empfängt nicht jeden. Ich bin aber nicht jeder, du Schwachkopf. Also, mich will er sehen. Du kommst nicht rein, hau ab, du Skag. Zieh Leine. Lass mich rein! Okay, laden. Okay, geh nur rein. Ah, ich muss ihn nur als Schwachkopf beleidigen. Was für dich hier? Ich habe eine dringende Nachricht zu Mr. Hightower. Du kannst doch mit mir reden. Mr. Hightower ist gerade beschäftigt. Ich würde lieber gerne persönlich, es geht um Leben und Tod. Entweder zählst du mir oder verschwindest. Wer ist gestorben und hat dich zu Gott gemacht? Decker hat eine Belohnung auf Hightowers Leben ausgesetzt. Schon wieder, Decker ist ein Idiot. Also, ich glaube, er ist nicht so dumm, wie die Leute diese Jobs anwirbt. Sieh mal hier. Sieh mal, das hier ist meine Waffe. Leon zeigt dir die Seite des Revolvers, wo 5 tiefe Kerben drin sind. Jeder dieser Kerle steht für ein Attentat auf Mr. Hightower. Ich habe jeden einzelnen erwischt. Erzähl mal, weißt du, wie dieser Schwachkopf, den Decker angeschüttet, aussieht? Ich bin's, du Idiot. Hey, wow, du bist ja ein toller... Hey, wow, du hast ja tolle Kratzer auf deinem Gewehr. Du bist echt cool. Ich mag deine Art nicht. Ich muss dich bitten zu gehen. Meine Art? Ich zeig dir meine Art. Ich puste dir meine Art in deine Augen. Pisser. 9 Trefferpunkte! Wie kann ich 9 Trefferpunkte Schaden machen mit so einer geilen Waffe? Autsch. 36! Wieso 36? Was willst du von mir, du blöder Wichser? Ja, bring ihn um. Ian wurde für 8 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Okay, sie haben 2 Züge. Bla. Okay, vielleicht kann ich mich an dem auch irgendwie vorbeischummeln. Haha, ich komme hier vorbei. Wer bist du und wer hat dich reingelassen? Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Handeln. Hey, er hat viele Kronkorken. Ich werde dich gerne umbringen. Dein Leben ist in Gefahr, ich muss mit dir reden. Lass dir was Neues einfallen, du Schwachkopf. Schnappkopf, ich wollte dir helfen. Zum Teufel mit dir. Deck will dein Toben, hab mich dafür engagiert. Wachen, Mörder!